Ah, okay. Ah. Darauf müssen wir erstmal kommen, ey. Praktisch nur wie. Hier sind irgendwie alle schneller als wir. Aber keiner stärker. Snelly-Wert ab. Süß. Jetzt hilft das Abwehren aber auch nichts mehr. 65.000 Goldmünzen? Ja. Okay, alle auf die Erdviper oder Erdviper. Und dann sollte das Thema gegessen sein. Na komm. Jetzt hab ich grad meinen Nacken geknackst. Au! Naja. Ich hoffe, wir sind ja auf dem guten Weg. Ich sag nicht auf dem richtigen, aber auf dem guten Weg. Okay. Also einer bringt 368 Erfahrung, ist gar nicht mal so schlecht. Für einen, der so schlecht ist. Okay, jetzt müssen wir irgendwie rausfinden, wo richtig ist oder was. Hä? Ach, ich glaube, es kommt darauf an, wie man, in welche Richtung man da reingeht. Und hier haben wir eine kleine Truhe und ein paar Todesputten. Ist ja wirklich verrückt, was die hier zu bieten haben. Oh. Die halten aber eine ganze Menge aus. Hallo? Was soll das? Weglaufen. Boah, ey, was ist denn hier los? Die halten ja mega was aus. Okay. Bevor wir einen Schritt machen, ist mein Heiltrank. Ja, gut, das funktioniert. Sekunde. Heizerschild. Mal gucken, ob oder wer das tragen kann. Erstmal gucken wir Max. Der kann es tragen. Bewegung. Wir gucken mal, ob es jemand anders besser gebrauchen kann. Jo, hier definitiv. Okay. Und diese komische Rüstung lassen wir mal besser in Ruhe. Die scheinen irgendwie nicht so witzig zu sein. Ratzfatz. Also das von Pokémon sieht ein bisschen leichter aus. Trauma. Sieht auch nicht ohne aus. Jo, geht. Und Fumischlag. Mensch, die Aufnahme ist hier schon relativ gut, ist ja von der Länge her. Gefühlt zwar ziemlich unproduktiv, aber naja. Die Gegner haben es faustdick hinter den Ohren her, das ist unglaublich. Und tschüss. Jawohl! 273 für Rest für Dicker und 504 für Fumi und 1000 irgendwas für Maxim. Der muss hier ganz schön MP lassen. Naja, ist ja für einen guten Zweck, ne? Und das bringt hier gar nichts zu sein. Och nö, oder? Ist völlig umsonst jetzt hier gewesen. Das Freizeitschild hätten wir auch später bekommen. Okay, dann gucken wir erstmal hier links. Da können wir schon mal lang. Wir gehen aber erstmal hier runter. Okay, hier geht's. Hier würde es weitergehen, da wollen wir aber noch nicht hin. Diese Truhen sehen zu interessant aus. Meines Erachtens. Mal gleich ein bisschen was mit Zornattacken einsetzen, oder? Brauchen tun wir es jetzt nicht, aber
Wenn wir schon alle volle Leisten haben da unten von den zwei Kollegen, würde sich das ja eigentlich anbieten. So, den ersten holen wir uns direkt. Ah, okay. Die Froggies, die fetten Froggies sind schneller als wir. Das ist ja schon fast peinlich. Okay, DK wurde aufgestuft, maximal KP um 10, Stärke um 8. Um 8 einfach, um 8 gestiegen, Beweglichkeit um 1. Initiative um 2 gestiegen. Fumi wurde aufgestuft, maximale KP um 6, Stärke um 2, Beweglichkeit um 1, Initiative um 1, Mut um 4 und magischer Angriffswert um 2 gestiegen. Dann ist Max im Gleichstand. Ein Überraschungsangriff. Finde ich ja unfassbar toll. Dampfhammer. Die sind einfach so oft dran. Wahnsinn. Reicht Max denn da? Ne, ich glaube nicht. Jo, geil. Reicht auf jeden Fall. Einmal Fumi muss dann noch, dann sollten wir es geschafft haben. Und dann müssen wir uns mal wieder heilen. Ach, Mist. So. Maxim wurde aufgeschoben, maximale KP um 6 und P um 6 gestiegen. Ja, Stärke um 4 ist in Ordnung, Initiative um 2, magische Angriffswert um 4. Das ist schön. Kraft. Nee, das behalten wir dann nochmal. Lieber den Zauber von Maxim weiter einsetzen. Jawoll, 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 jawoll. Und hier haben wir einen Kürbisjuwel. Ich wollte gerade Kürbis sagen. Was bringt der denn? Ne, Moment, Pferdefleisch, Pferdestein. Jetzt sieht die. Ah, nee, das brauchen wir aber wirklich nicht. Das war, glaube ich, für keinen. Aber ich glaube, der DK hat sowieso noch kein Juwel, ne? Für die Initiative lohnt sich. Für magischen Angriffswert jetzt eher nicht. Naja, dann haben wir hier noch eine zweite Kiste, ne? Und ein paar. Oh. Immer wenn vier Gegner sind, habe ich das Gefühl. Glück, dass drei Gegner abwehren. Headnot! Schön! Muss ich mal richtig mit dem Stuhl an den Tisch drücken. So. Okay, du da und du da und dann Fumischlag und wunderbar. Jawohl, Snelly wird ab, Snelly wird ab, okay. Reicht noch nicht und das reicht auch noch nicht. Okay, jetzt einfach alle drauf haben. Jawohl. Guy erreicht als nächstes alle Level und dann irgendwann DK auch noch. Muskelring. Okay, normal würde ich sagen Maxim, aber Maxim hat schon Muskelring. Nee, ich hatte gesagt, dass der Kaden jetzt bekommt, weil Maxim ja heilen muss eventuell. Aber so passt das ja sowieso, wenn Maxim schon einen Muskelring hat. Und die Erdbeeper ist jetzt dran. Tschüss. Gibt's hier noch eine Truhe? Ja! Okay, Toro, ist ja in Ordnung, ja. Kriegst auch dein Fett weg. Entschuldigung. Ach, ich finde das einfach geil. Jetzt werden sie schon fragen, was meint der Raiden? Ah ja. Alles. Einfach alles. An der Stelle kann ich mich gerade mal bedanken. Ich weiß gar nicht jetzt... die wievielte Folge, ich glaube, die... Boah, die wievielte Folge sind gerade draußen von Lucia. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, bei mindestens 40 Abonnenten darf ich schon mal Dankeschön sagen. Finde ich klasse. Wär schön, wenn ihr unsere, ja, Sachen weiter verfolgt. Danke. Schutzring. Der Guy hat noch keinen Jaguar-Ring. Ja, geben wir den Schutzring, ist besser.
Kann jemand mal Charlie Brown anrufen? Wir haben den größten Kürbis gefunden. Wollte ich mal so kurz sagen jetzt, also aber ein paar Leute werden sicherlich wissen, woher ich das hab, wenn sie das hier sehen. Okay, der erste sollte weg sein. Und jetzt Feuer. Ja, genau so. Schön. Guy darf gleich noch Level aufsteigen. Bevor wir uns heilen, gehen wir erstmal hoch, weil vielleicht ist ja hier eine Safe Station. Hier erstmal nicht. Ich will erstmal gucken, ob es hier tatsächlich eine gibt. Okay, in beiden Türmen heißt die Antwort nein. Aber wir zaubern erstmal eine Runde. Wir haben nicht mehr so viel MP. Wir müssen ein bisschen sparsamer mit den MP umgehen. Obwohl, wir haben ja noch Zaubertränke, die müssen ja, glaube ich, heilen, ne? Also die MP heilen, nicht die KP, sondern die MP. Jawohl. Und die letzte Dodge Viper. Okay. 58 Rest. Wie sind uns zu 25 Treffer? Okay. Den holen wir auch noch. Oder die holen wir auch noch. Jo. So. Monster Core. Keiner pennt ein. Okay, Guy fragt sich nur, was soll ich was machen? Was machen? Oh, er ist verwirrt, aber jetzt nicht mehr. Naja. Ist er besiegt? Jawohl. Ist er besiegt? Jawohl. Ist er nicht besiegt? Jawohl. Ist er besiegt? Jawohl. Okay, Guy wurde aufgeschubt. Maximale KP um 10 Stimmen, Stärke um 4, Beweglichkeitsgeschwindigkeit um 2, Initiative um 3. Das ist super. Die Tür öffnet sich. Okay, naja. Dann kämpfen wir mal gegen die Büffel. Naja, wir versuchen erstmal. Oh nein! Ihr seid so Hunde! Blöd, Mann, ey. Jo. Hat er auch gerade verdient. Okay, DK greift an, Guy schon mal einen Heiltrank, damit Max in die XP mitnehmen kann. Okay, dann nimmt er eben nicht die XP. Doch, er nimmt sie mit. So, DK, hau raus. Danke. Oh, 159, Wahnsinn. Und wir haben den Dungeon-Schlüssel gefunden, ohne dass uns aufgetragen wurde oder ohne dass wir eine Tür gesehen haben, wo wir den brauchen. So. Zauberstab. Jawohl. Wer jetzt kommt, das Safe Station, und rast aus. Dieser Son Goku, wie er sich einfach beamt und teleportiert. Achso, nee, stopp, wahrscheinlich so. Und die Schlange ist rot, sehe ich gerade. Na komm mal her. Ein Wirbler wird ja als ominöser der Begriff für die verschiedenen Schlangen. Erst Erdviper, dann Wirbler. Auf jeden Fall hauen die ganz schön rein. Fumi nippelt gleich ab, was ist denn los? Oh Mann. Jetzt lass Fumi in Ruhe, ey. Ja, brauchst gar nichts mehr, ey. Fast wäre er in die ewigen Jagdgründe gegangen für diesen Kampf. Ja, okay. Ich hab schon fast gedacht. So, jetzt bist du blau entfernt. Ja. Und das bringt uns wahrscheinlich genau nichts.